Jetzt erreicht der Terror gegen Israel auch Deutschland, genauer gesagt Synagogen in Deutschland. In Münster wird am Dienstagabend eine Israel-Flagge vor der Synagoge in der Klosterstraße angezündet. Etwa ein Dutzend, bisschen mehr, junge arabisch-muslimische junge Männer sind hier, haben sich auf die Synagoge zu bewegt und eine israelische Flagge mitgebracht, um sie dann hier vor dem Gotteshaus, vor unserem jüdischen Gotteshaus, dann öffentlich auch zu entzünden und zu verbrennen. Augenzeugen alarmieren sofort die Polizei. Die kann 13 Personen festnehmen und ernsthafte Schäden an der Synagoge verhindern. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe verurteilt den Anschlag. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, glücklich in einer Stadt leben zu können, egal welcher Religion er zugehört. Und zum glücklichen Leben gehört eben auch, keine Angst haben zu dürfen. Wenn aber Flaggen verbrannt werden, dann führt das zu Ängsten. Angst vor Antisemitismus, aus welcher Richtung auch immer kommt. Und Normalität ist erst dann wiederhergestellt, wenn eben kein Polizeiwagen vor einer Synagoge stehen muss, sondern wenn die Menschen sich frei und ohne Angst bewegen müssen. Wir als Stadt und auch ich als Oberbürgermeister halten schützend die Hand über diesen heiligen Ort. Auch in Bonn kommt es am Dienstagabend zu einem Angriff auf eine Synagoge. Anwohner beobachten mehrere junge Erwachsene, die den Eingang attackieren und mit Feuer hantieren. Die Polizei findet 3 Papiere mit wahrscheinlich arabischen Schriftzeichen und die Reste einer blau-weißen Fahne, die angezündet wurde. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.